Willkommen in Lieses Küche. Heute stelle ich euch einen Apfel-Nusskuchen vor. Hier habe ich bereits die Äpfel gerieben. Die werden jetzt noch mit Zitronensaft etwas versetzt, damit sie nicht allzu sehr bräunen. Und dann kommen noch 50 Gramm Zucker dazu und das Ganze lässt man jetzt ziehen. In der Zwischenzeit wird die Butter schaumig gerührt, die weiche Butter mit dem Zucker schaumig gerührt. Dann kommen die ganzen Eier dazu. Und das wird nun alles gut verrührt. Hier habe ich Nüsse mit Mehl vermischt und Backpulver. Das wird nun untergehoben. Und am Schluss jetzt die grob geriebenen Äpfel mit Zitronensaft und Zucker versetzt. Die Masse wird dann in eine befettete, bemehlte, 30 cm lange Cakeform gefüllt. Und anschließend 50 bis 60 Minuten bei 180 Grad gebacken. Nach dem Abkühlen wird dann der Apfel-Nusskuchen mit Puderzucker noch bestreut. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und empfehle euch noch meine Apfelschlangerl.